Oh Mann, ich bin außer Atem. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass sich irgendwo in meiner Umgebung ein Blitzer befinden muss. Dachte ich mir, Laufschuhe an und direkt die Verfolgungsjagd aufnehmen. Damit kann ich ideal das heutige Pokémon Go Video starten. Ich wusste nicht, wie lange Blitzer noch da sein wird. Deshalb habe ich sofort angetippt, als ich es gesehen habe, obwohl ich mir eigentlich vor allem die seltenen Pokémon von außen gerne mal anschaue. So, und jetzt bin ich hier live, sitze vor meinem PC, habe das Pokémon mit nach Hause genommen, auch um zu beweisen, dass es nicht stimmt, dass die Pokémon flüchten oder dass die Chance höher ist, dass sie flüchten, wenn man zu weit vom ursprünglichen Fundort weg ist. Und das ist einfach vollkommener Quatsch, denn ich habe mir schon einige Pokémon für Aufnahmen mit nach Hause genommen und genau. Oh Mann, ich zittere noch ein wenig. Ich habe gerade einen ordentlichen Usain Bolt Sprint hingelegt. Mal schauen, soll ich Curveball oder normal werfen? Ich glaube, Blitzer ist gar nicht so weit weg, deshalb versuche ich... Wow, diese Farbe. Also ich warte, bis der mittlere Kreis so klein wie möglich ist. Und dann... Okay, das war der Videoeffekt. Sehr schön, kann ja auch mal passieren, oder? Wow, nice. Aber, jawohl, ich wollte gerade sagen, aber wenn Blitzer jetzt ausbricht, bekomme ich die 100 Erfahrungspunkte nicht extra. Das war mal ein perfekter Start fürs heutige Video. Grenzgenial, fabelhafter Wurf, Curveball, Pokémon gefangen, Kreis so klein wie möglich. Mit 1400, oh Mann, ich muss mich mal erholen kurz. Man sieht, ich bin zu Hause, GPS-Signal nicht gefunden. Ich will die Wettkampfpunkte sehen, verzieh dich. Da muss ich immer einmal kurz die App schließen und danach wieder öffnen. Dann verschwindet dieses Fenster. Donnerschock und Donner, das ist doch mal sehr genial, um bei Wasser-Pokémon zu trainieren. Obwohl Blitzer nicht das allerstärkste Pokémon ist, aber trotzdem. Kurz die IV checken. Insgesamt wirklich stark, ja. Also ich sag mal, der stärkste Blitzer momentan auf meiner Stufe, Level 29, kann 1900 WP in etwa erreichen. Aber das ist definitiv bombastisch, das nenne ich auch direkt. Ich habe einen Pikachu und dieses nenne ich Raichu. Beziehungsweise eigentlich müsste ich es Pichu nennen, weil es ja schwächer, egal, Raichu. So, so und jetzt startet dann das eigentliche Video mit nächtlichem seltene Pokémon fangen Gameplay. 10 Minutes later. Gut, nachdem ich mich jetzt erstmal wieder beruhigt habe, kann es ja weitergehen. Nachfolgend gibt es jetzt die Ausbeute von gestern Nacht zu sehen. Da waren dabei Elektroball direkt gefangen, dann Nocturne, Schlurp zu Schlurp möchte ich noch was erzählen, Porygon mal wieder. Kann man eventuell schon sammeln für eine der weiteren Generationen und so. Ja, ein paar Pokémon werde ich jetzt hier reinschneiden, die ich gestern Nacht gefangen habe. Erstmal Elektroball. Ein Elektroball besitze ich schon, habe ich entwickelt. Und dieses leider nur 200, hast du nicht gesehen, Wettkampfpunkte. Ist aber nicht so schlecht. Ich meine, irgendwann kommt man an seine Grenzen und kann keine Pokémon mehr aufheben, weil das Inventar einfach voll ist, aber es schadet eigentlich nicht, vor allem so ein Elektro-Pokémon mit 250 kann man sich aufheben, sollte ein Wasser-Pokémon mit 500 Wettkampfpunkten in der Arena sein, da kann man ideal trainieren. Elektro-Pokémon sind sowieso rar gesät und von daher, es kann nicht schaden, wenn man sich aus jeder Wettkampfpunkte-Klasse so 1 bis 2, 3, 4, 5 starke Pokémon aufhebt. Ich habe einen Pokémon-Speicher von 450, da kann ich mir das erlauben. Mit 250 ist es vielleicht nicht so einfach, aber genau. Einen Ball mit einem Ball fangen, irgendwie kurios. Dann Schlurp habe ich jetzt erstmals gefunden seit der Neständerung. Erstmals oder war es schon das zweite Schlurp? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Damals, so ganz am Anfang zum Release von Pokémon Go. Das dürfte der 16.07.2016 gewesen sein. Da hatte ich noch nicht allzu viel Ahnung von Pokémon Go, wusste nicht, welche Pokémon sind jetzt in Go selten. Da gab es ein paar Tabellen im Internet so mit Rare, Ultra Rare und Mythical und hast du nicht gesehen. Und Schlurp war da
ganz unten dabei, bei den ganz, ganz, ganz seltenen. Und mein Freund immer so, hey, da hinten Schlurp, der ist ultra selten, laut dieser Tabelle. Und ich so, was ist los? Wir haben schon 20 Schlurp da gefangen, vorhin im Stadtpark. Und das war in der Tat so. Ich besitze irgendwie 70 Schlurp-Bonbons und die habe ich alle von damals, als die Nester noch anders waren. Und ich weiß nicht, ob da irgendwo ein Schlurpnest war, ob sich's da um einen Fehler gehandelt hat. Auf jeden Fall in der ersten Woche oder so habe ich Schlurp ohne Ende gefangen und dooferweise kannte ich da die IV noch nicht und habe alle weggeschickt, habe mir einen Schlurp aufgehoben und zwar mein von den Wettkampfpunkten her stärkstes Schlurp, habe auch nicht so auf die Attacken geachtet. Ja, und jetzt stellt sich heraus, dass Schlurp eigentlich eines der seltensten Pokémon ist, also eines der seltensten. Ich würde mal sagen, so auf einer Ebene mit, naja, Electek, vielleicht ein bisschen seltener als Electek oder Sichlor. Chanera ist allerdings ein bisschen seltener als Schlurp, Porygon, keine Ahnung, die spielen da alle irgendwie so in derselben Kategorie mit, würde ich sagen. Ja, ist jetzt sowieso kein ultra starkes Pokémon, aber das fand ich irgendwie kurios so, weil am Anfang habe ich die bekommen wie Sand am Meer. Das waren die Traumatos und die Taubsies sozusagen. Und jetzt dann wurde das geändert. Ich vermute auch, also sollten sie den Rhythmus beibehalten, dann müssen die Nester rein theoretisch bald wieder durchwechseln. Von daher, wer noch ein gutes Nest kennt, wo er noch das ein oder andere Pokémon fangen möchte, ich würde die Chance jetzt noch nutzen, denn vielleicht tauchen da bald dann ganz andere Pokémon auf. Außerdem muss ich sagen, gestern Nacht beim Fangen, da hat man es schon gemerkt, es wird kälter. Herbstbeginn und so, die Hände werden kalt, die Finger werden kalt, man kann nicht so gut werfen, man möchte nicht unbedingt laufen, also im Sinne von Joggen, Kilometer sammeln und so weiter und so fort. Viele Magazine oder Spieler oder Portale, wie auch immer, haben Pokémon Go den Hype schon für tot erklärt, weil einige Accounts sozusagen aufgehört haben zu zocken. Was aber niemand erwähnt hat, ist, dass die meisten davon eigentlich nur gesperrte Bots waren. Aber wie auch immer, was auf jeden Fall ein Killer für den Hype sein kann, ist die Kälte. Dagegen kann man nichts unternehmen. Es wird jetzt immer kälter und ich bin mir sicher, im Winter wird kaum jemand Pokémon Go zocken. Wenn es schneit, wenn es regnet vielleicht, nasses Display, dann trägt man Handschuhe. Mit herkömmlichen Handschuhen kann man das Touchpad nicht bedienen. Da müsste man sich, die gibt's in diversen Technikläden, spezielle Handschuhe, wo die Fingerkuppen, keine Ahnung, aus welchem Material sind, aber mit diesen Handschuhen kann man dann auf jeden Fall das Touchpad bedienen. Das sind alles Dinge, die Pokémon Go nicht unbedingt in die Karten spielen werden, die Kälte und so weiter. Und obwohl es noch nicht so kalt ist, hat man trotzdem weniger Lust, Pokémon zu fangen und rauszugehen. Alternativ könnte man sich ja einfach in eine beheizte Straßenbahn setzen und ein bisschen rumfahren. Oh nein, 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 Straßenbahnhater X, der Straßenbahnhater 69, bitte. Verschone mich mit deinem Kommentar, es tut mir ja leid, es tut mir leid. Keine Straßenbahn mehr für Schilling, Straßenbahnen sind böse. Auf der anderen Seite wiederum, dann gerät eben Pokémon Go ein bisschen so in Vergessenheit, wenn es kälter wird. Aber dann, ich sehe es jetzt schon, irgendwann kündigt Niantic die zweite Generation an. Dann wird es wieder wärmer, irgendwie Frühlingsbeginn und jeder bekommt wieder Lust auf Pokémon Go. Dann gibt es nochmal so einen Aufschwung und es geht wieder von vorne los. Das ist meine Vermutung so. Jetzt im Winter, dann wenn es wärmer wird, dann noch gute Neuigkeiten zum Schluss. Es gab ein Mini-Update, welches ein paar Bugs gefixt hat. Und so wie es aussieht, wurde der IV-Bug behoben. Ich habe mal kurz davon gesprochen. Und zwar Shiggy, Glumanda, Bisasam, all die Pokémon mit einem kleinen Pokédex-Eintrag. Also wenn die Nummer ganz klein ist, 1, 4, 7 und so weiter. Da gab es einen Fehler, der es unmöglich machte, dass man hohe Attack-IV-Werte finden konnte. Und bei Dratini oder bei Aerodactyl, Relaxo, Lapras und so, alle mit einer hohen Pokédex-Nummer. Da war es unmöglich, dass man schlechte Attack-IV finden konnte. Und diesen Fehler haben sie behoben. Das heißt, man kann jetzt auch ein 100% Shiggy fangen und man kann jetzt auch ein 0% Dratini bekommen. Ist auf der einen Seite gut, weil Shiggy, und auf der anderen Seite schlecht, weil Dratini.
Und eine Sache möchte ich noch erwähnen, weil ich ein Dratini fangen konnte, hatte ich genügend Bonbons für ein weiteres Power-Up und ich konnte meinen Augen nicht trauen, es ist möglich, Dragoran nochmal aufzuwerten. Ich dachte, bei 3000 Wettkampfpunkten ist jetzt erstmal Schluss, das ist eine schöne glatte Zahl, 100% IV, 3000 Wettkampfpunkte, Level 29. Aber der Bogen ist noch immer nicht gefüllt, ich kann noch ein Power-Up durchführen, aber ich vermute, dass ich bei diesem Power-Up lediglich 10 bis 20 Wettkampfpunkte dazu bekommen würde. Das heißt, ich warte, bis ich Level 30 bin, danach mache ich wieder ein Power-Up, wo ich plus 50 bekomme, dann nochmal plus 50 und das dritte Power-Up würde mir dann nur so diese 10, 20 Wettkampfpunkte wahrscheinlich geben. Ist meine Vermutung, so dass das sozusagen einmal glatt gebügelt wird, Multiplikator und so. Nein, ich habe keine Ahnung, ich muss mir das ansehen, ich hatte noch nie ein 100% Pokémon, also die Power-Ups werde ich dann aber erst durchführen, sobald ich Level 30 bin. Mir fehlen noch 65.000 Erfahrungspunkte. Na gut, für jetzt würde ich mal sagen, war's das. Ich hoffe, es wird wieder wärmer. Nö, Quatsch. Bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Machalo.